Hallo und herzlich willkommen Mitreisende durch das Universum. Ich bin wieder da, also eigentlich schon seit vorgestern. Aber naja, es gab da noch andere Dinge zu erledigen, wie das immer so ist. Aber jetzt bin ich erstmal wieder da. Und ja, ich versuche auch so ein bisschen so meinen Turnus wieder zu bekommen, aber das beiseite. Denn heute habe ich für euch einen Keen 1 Mod. Und ja, ihr habt euch nicht verhört, es ist wirklich Keen 1. Und zwar Keen Dreams oder Commander Keen in Bad Dreams. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt jetzt eine richtige Formulierung war. Also das heißt Commander Keen in Bad Dreams. Also, naja, nicht nur einfach nur Keen träumt, sondern direkt schlechte Träume. Ich habe noch keine Ahnung, was ich ganz genau hiervon erwarten soll, weil es ist ja Keen 1. Aber ein Mod, also auch mit der Optik zu Keen 3.5, wie viele fälschlicherweise gerne sagen. Aber naja, ist nicht ganz so falsch, weil es ja zwischen der ersten und zweiten Trilogie liegt. Ey, egal, ihr seht schon, ich führe schon wieder zu weit in irgendwelche Richtung. Von daher ein neues Spiel. Ihr seht aber schon so insgesamt, hat das die ähnliche Optik. Ich habe allerdings keine Ahnung, das ist auch Keen 1, das ist ebenfalls Keen 1, also die Steuerung wird auch Keen 1 sein. Und ja, von daher lassen wir uns überraschen. Wir springen auch ziemlich Keen 1 mäßig. Und ja, ein bisschen wurde das angepasst. Ja, ihr hört auch den Keen 1 Sound. Ja, und offensichtlich haben wir sowas wie eine Art Pogo. Naja, lasst wir einfach mal so stehen. Was? Die gab es nicht im ersten Teil. Die gab es nicht im Original. Gegner, die schießen? That's new. Okay. Der erste Tod kam ziemlich früh und irgendwie kommt mir das recht bekannt vor. Ich habe keine Ahnung. Tötet mich hier prinzipiell alles, weil Keen, Keen 1 hatte jetzt nicht so viele Gegner zur Auswahl. Gibt es auch wieder diesen Spaß hier? Grandios. Ich habe immer direkt mal das Leben geschnurrt, weil aus eben denen Grund. Ganz großes Kino. Ich komme doch irgendwie auch. Ist der überhaupt tödlich? Keine Ahnung. Das Original ist tödlich, also. Wir kommen auch an das Leben so dran, so viel dazu. Dieser kleine Zwoggel da. Ihr werdet einfach mal sagen, wir versuchen jetzt nicht mehr zu sterben an diesem Gegner. Ist da irgendeine Fliege dabei, auf der ich stehen kann? Also sieht schon ähnlich aus wie Keen Dreams, aber es steuert sich halt dauerlicherweise wie Keen 1 und ich komme hier nicht mal mehr hoch. Wunderbar. Ein Marshmallow, der schießt. Ich bin entzückt. Ich würde mir fast sagen, wir gehen oben lang, in der Hoffnung, dass wir nicht mehr daran vorbei müssen. Die Keen 1 Steuerung, beziehungsweise die Steuerung der Teile 1 bis 3. Auch. Bleiben die so? Tatsache. Ich wollte gerade sagen, das war knapp. Aber ich hätte es ja fast noch hingekriegt zu sterben. Alter, wir spielen. Sorry. Ja, das habe ich mir irgendwie wieder angewöhnt, das zu sagen. Es tut mir leid. Ich
versuche mir das wieder ein bisschen abzugewöhnen. Das diesen Ausdruck habe ich früher nicht benutzt, aber naja. Das müsste doch eigentlich ein Job Replacement sein, oder? Ja, ist es auch. Okay. Also ist der einzig wirklich gefährliche Gegner der Marshmallow-Typ? Alter. Ja. Es ist halt leider Gottes ein bisschen schwer zu sehen, wann der Pogo noch aktiv ist. Ich meine, es ist zu erkennen, keine Frage. Also, es ist aber ehrlich gesagt nicht gut zu erkennen. Ist ja fast schon ein wenig niedlich, dass die Trooper, ich glaube so hießen die oder so, naja, ungefährlich sind. Ach du heilige Mutter Gottes. Achso, ja. Das wird mit der Steuerung sicherlich ganz wunderprächtig. Ich hab kurz gedacht, die fallen runter, aber naja, falsch gedacht. Ja. Okay. Da gibt's auch noch irgendwas. Ich versuche da mal hochzukommen. Ja, so viel dazu. Ich habe aber das Gefühl, es geht nicht. Kann auch einfach nur ein Gefühl sein, ja. Ach, hey. Wie viel habe ich noch davon? Genug. Mehr als genug. Okay, ich habe keine Ahnung, ob die Dinger da oben tödlich sind oder nur Deko darstellen. Für den Tod? Ich meine für den Thron? Wir wissen jetzt, es ist nur Deko, aber es macht absolut gar nichts. Und hier oben zu sein, macht ebenfalls recht wenig. Und da ist das Exit. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Ja. Ja. Mhm. Werde ich heute nochmal das erste Level schaffen. Erfahrt es in der nächsten Folge von Dragon Ball. Kann ich es als Ausrede bringen, dass es etwa 2 Wochen her ist, dass ich das letzte Mal Team gespielt habe? Kann ich das als Ausrede nutzen oder eher nicht? Ich weiß es nicht. Hat der Schuss von dem Marshmallow den Yorb-Verschnitt gerade in eine Blume verwandelt? Habe ich es richtig gesehen? Ich glaube, ich will gar nicht nachgucken. Wir holen uns auf jeden Fall die Punkte. Kann man hier irgendwie runter? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Will ich jetzt oben lang wegen den Punkten? Nö, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Weil hier waren wir noch nicht. Hallo? Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich habe auch keine Ahnung, wie man da hinkommt. Okay, das ging jetzt. Das andere ging. Aber. Was?
Okay, das wird zu keiner Blume, sondern ist einfach tot. Okay. Hallo? Ich hätte jetzt gelacht, wenn ich da nicht mehr rauskomme. Okay, es ist ein Ort voller Fallen und Verderben. Es gibt hier ein paar Exits und wie komme ich daran? Ich verstehe gar nichts. Absolut gar nichts. Wir haben ein Leben bekommen, also können wir gucken. Ich werde aus diesem Level Design einfach nicht schlau. Ich habe keine Ahnung. Holen wir uns wie immer das Leben. Holen wir uns ein paar der Punkte. Because reasons. Wir werden hier offensichtlich sterben, weil Bäume? Ich habe keine Ahnung. Dieses erste Level ist irgendwie so ein bisschen Mindfuck. Ist jetzt nicht übermäßig schwer, aber es ist jetzt halt auch irgendwie nicht übermäßig nachvollziehbar. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter, habe ich beschlossen, in das Level. Ich speichere diese verwirrende Grütze einfach mal gerade. Naja, mal gucken. Das sieht aus wie Melon Mines. Das sieht sehr, sehr stark danach aus. Und, was? Hä? Oh nein. Der Spaß, den wir auf jeden Fall gebraucht hätten. Eine neue Eismaschine, die jetzt zwar keine Eismaschine ist, aber Alter. Das ist das wirklich nervigste Geräusch aller Zeiten. Das dazu gibt es garantiert keine zweite Meinung. Ich habe keine Ahnung, was ist das hier? Zuckerschock? Zuckerschock, der mich umbringt. Okay! Ich verstehe. Nein, eigentlich verstehe ich nicht. Kommt schon. Also, den Zuckerschockweg nur nehmen, wenn ich den Rest geklärt habe. Gut, habe ich verstanden. Ich schrumm mir den Zuckerschock also danach. Moment. Nein, nein. Kann man da irgendwie auch durch, ohne gezuckerschockt zu werden? Ich fürchte nicht. Faszinierend, faszinierend. Dieses Level ist faszinierend. Also, also wirklich schlecht finde ich den Mod jetzt nicht. Aber ich finde das Level-Design jetzt auch nicht übermäßig gut. Muss ich zugeben. Naja, wir können auf jeden Fall festhalten, dass alle meine Tode ziemlich sinnlos waren. Ich könnte eigentlich auch mal gucken. Ja, genau. So viel dazu. Ich hätte ja mal gucken können, was da oben noch ist. Stattdessen lassen wir das offensichtlich, weil ich die Steuerung von diesem Spiel nicht beherrsche. Man sollte eigentlich meinen nach, ach, wie heißt es noch klar? Armageddon 2, dass ich irgendwie ein bisschen besser bin oder so. Ich weiß es nicht.
Ah, dieses wunderbare Geräusch. Wo kommt das? Wo kommt dieser Mist überhaupt her? Schätz mal, da waren auch nur Punkte. Wunderbar. Lass mir die Ruhe. Hallo? Was zur Hölle? Was auch immer das gerade war. Ach ja, falls ihr diesen Spaß auch wollt, Link ist wie in meiner Beschreibung. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum man... Ich meine, ist ganz nett, aber ich meine, wenn man Keen Dreams und Keen Dreams Deluxe, was wir auch mal spielen könnten, hat, weiß ich nicht, warum man das hier spielen sollte. Okay. Das ist offensichtlich das Ende. Sehr faszinierend, auf jeden Fall. Der Aufbau der World Map sieht ganz nett aus, ist aber super verwirrend. Oder bin ich der Einzige, der das super verwirrend findet? Naja, vielleicht. Hallo? Ja, fantastisch. Das hat ja wunderbar funktioniert. Also bisher fand ich das erste Level wegen dem einen schießenden Marshmallow noch am schwierigsten. Der Rest geht so und irgendwie wird man ein bisschen mit Leben zugebombt. Hier könnte man sich praktisch schon beliebig viele Leben holen. Und die Gegner backen sich einfach durch Hindernisse. Ich habe keine Ahnung, warum sie das tun oder können. Ja, aber sie tun das, weil ich habe keine Ahnung, weil sie tun das einfach nur. Das tun sie aber nicht immer, das tun sie ab und zu nur, so wie jetzt gerade. Okay, nee, jetzt macht der das offenbar nicht mehr, hat keine Lust mehr, das zu machen. Ich habe keine Ahnung, warum das überhaupt passiert. Und da oben ist unser Marshmallow-Typ wieder, unser bester Freund auf dem Planeten. Haben direkt zwei davon. Ganz großes Kino. Sollte Keen die Marshmallows nicht normalerweise gut finden? Ich weiß es nicht. Keen ist doch so ein Junkie oder so. Ich wollte eigentlich nicht runter, aber naja. Wenn ich schon mal da bin. Okay. Muss ich da vielleicht hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Nee, muss ich auch nicht. Ist hier noch hier unten irgendwas Spannendes? Hier ist ein Secret, wo man vermutlich sich da rechts reinfallen lässt. Aber ich weiß nicht, ob ich dem Mod insoweit trauen darf, sollte. Ich vermute mal nicht. Also lassen wir es einfach mal. Einfach um das Level abzuschließen, ohne nochmal zu sterben. Ich meine, ich habe ja schon mehr als genug sinnlose Tode. Ach, das ist ein Level? Weird. Ach, das ist dieses Sechser-Level, was im Original nicht funktioniert. Ah, das ist eigentlich ganz nett. Okay. Bestes Level aller Zeiten. Muss ich schon sagen. Komme ich schon noch irgendwie an Punkte dran? Scheint nicht so zu sein. Okay, ich glaube nicht, dass es so sein sollte. Auf jeden Fall gibt es hier wo. Gibt es hier noch so was Lustiges, wo ich reingehen kann? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal den bekannten Weg, den ich genommen habe, mal zurück. Ah,
das ist generell so. Das ist. Das hat jetzt nichts mit den Leveln da zu tun. Will ich noch in das Level oder einfach gerade beenden? Ich glaube, es ist ein guter Moment, um einfach mal einen Break zu machen. Und um euch zu fragen, ob ihr davon überhaupt einen zweiten Part sehen wollt. Ich weiß es nicht, allzu bad sind diese Dreams aktuell nicht. Mal abgesehen von den ersten Gegner war das irgendwie recht überschaubar. Lasst mir mal, sagt mir mal eure Meinung dazu und ob ihr das nochmal sehen wollt. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich bin wieder da und mal gucken, vielleicht gibt es auch direkt dieses Wochenende einen Stream. Ich würde dafür wahrscheinlich am ehesten Freitag oder Sonntag anpeilen. Ja, ich würde mal sagen, das kann man so stehen lassen. Ja, bin wieder da. Ihr könnt mich also wieder belästigen und ich belästige euch auch. Und in diesem Sinne, grüßt mir die Sonne und macht's gut. Thank you.